Wenn man hier dieses wunderbare Schloss sieht, der schönste Arbeitsplatz, den ich mir auf der Welt überhaupt vorstellen kann. Ein Schloss mit einer 800-jährigen Geschichte. Und es sind viele Menschen hier, die gerade Urlaub machen. Und die sind eigentlich immer gut gelaunt. Wenn unsere Gäste hier nach Schloss Gottorf kommen, können sie ja den sogenannten historischen Rundgang erwandern, hier durch das Schlossgebäude. Die gotische Halle ist eines dieser spektakulären Bauelemente, dann die Schlosskapelle, die aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammt. Und natürlich weisen wir in unseren Ausstellungen immer wieder darauf hin, welche Rolle Schloss Gottorf in der großen Geschichte des Ostseeraumes hier gespielt hat. Hinter uns befindet sich das berühmte Nydam-Schiff, ein Schiff, das um 320 nach Christi Geburt gebaut worden ist. Und in keinem anderen Museum der Welt gibt es ein solches Fahrzeug. Und deswegen ist das natürlich für einen Archäologen wie mich und einen Museumsdirektor ein ganz, ganz besonderer Platz hier. Erst hatten die Dänen hier Kasernen eingerichtet und dann die Preußen. Aber seit Ende des Zweiten Weltkriegs sind hier eben die Landesmuseen Schleswig-Holstein untergebracht in diesem fantastischen Areal. Wir sind jetzt hier mitten in der Galerie der klassischen Moderne auf Schloss Gottorf. Unser Schwerpunkt als Landesmuseum ist natürlich Norddeutschland. Insofern haben wir vor einigen Jahren diese Norddeutsche Galerie eingerichtet, die halt Künstler, Künstlerinnen und ihre Werke aus dem 20. und beginnenden 21. Jahrhundert zeigen. Also ich spreche auch viel mit den Besuchern, die immer wieder überrascht sind. Dann nimmt man sich ganz unschuldig 2 Stunden Zeit für Schloss Gottorf und dann stellt man fest, man könnte eigentlich 3 ganze Tage hier verbringen, um den Skulpturenpark sich anzusehen und natürlich auch den Barockgarten und den begehbaren Riesenglobus, einzigartig auf der Welt. Unsere Welt verändert sich ja. Und ein Museum, das nur den Anspruch hat, ein schönes Gemälde an die Wand zu hängen, das wird nicht in der Zukunft bestehen können. Wir müssen uns nach vorne bewegen, so wie sich die Welt nach vorne bewegt. Kultur ist hier zu Hause, weil viele Menschen lange gesammelt haben und jetzt dafür begeistern, das unseren Gästen nahezubringen. Wenn man Schleswig-Holstein besucht, dann muss man nach Schloss Gottorf. Kultur des Nordens ist einfach hier angesiedelt.